Am letzten Donnerstag, da hat Fed-Chef Powell richtig Gas gegeben, hat gesagt, wir sind nicht auf dem Weg zu einer 2% Inflation. Und wenn es nötig ist, dann werden wir die Zinsen nochmal anheben. Die Märkte am Donnerstag erschrocken zunächst mal, nachdem sie ja vorher stark gestiegen waren, erstmal runter. Am Freitag ging die ganze Geschichte dann wieder deutlich nach oben, weil man sich vielleicht auch gesagt hat, naja, lass den doch reden. Der wird die Zinsen eh nicht mehr anheben, denn die Inflation ist auf dem Weg nach unten. Also kann er doch ruhig reden. Wenn wir sehen, dass die Inflation auf dem Weg weiter nach unten ist, dann ist doch das alles Rhetorik. Also machen wir mal unser Ding. Das muss sich jetzt bestätigen. Und deswegen sind die morgigen US-Inflationsdaten, die um 14.30 Uhr deutscher Zeit kommen, so wichtig, weil sie dieses Narrativ der Bullen bestätigen müssen. Inflation kommt nach unten. Also ist die Fed fertig mit den Zinsanhebungen? Das ist das, was jetzt auf dem Spiel steht. Schauen wir uns die Dinge heute mal an. Nicht allzu viel los, muss man sagen. Ziemlich dünne Volumina, wenig Veränderung bislang bei den US-Indizes. Wir haben zwischenzeitlich gesehen, dass die Renditen nach oben gegangen sind. Das hat die Aktienmärkte zwischenzeitlich unter Druck gebracht. Dann sind die Renditen wieder runter. Dann die Aktienmärkte wieder nach oben. Hier sehen wir mal eine Grafik, die verdeutlicht, naja, Inflation, das ist jetzt nicht mehr oder immer weniger das große Thema. Hier hellblau, hier die Befragten, die sagen, ja, Inflation ist ein wichtiges Thema. Dagegen Rezession schon eher. Hier sehen wir dunkelblau, dass das zwar auch zurückgegangen ist zuletzt, aber wieder ein bisschen gestiegen ist. Also Inflation. Wir haben ja eine rückläufige Inflation von Juni 2022 bis Juni 2023 gesehen. Tiefpunkt 3,0%, dann 3,2%, 3,7% und jetzt zuletzt im September auch 3,7%. Das, was wahrscheinlich sehr wichtig ist morgen, ist die Kerninflation, also ohne Nahrung und Energie. Und hier wird erwartet wieder plus 0,3%. Das ist schon ein Schnaps von einem Monat zum anderen. Die Kerninflation um 0,3% steigt. Hier sehen wir mal die Schätzungen der Banken in den USA und wir sehen so Headline-Inflation, naja, 0,1%, vielleicht 0,2% zum Vormonat, zum Vorjahresmonat 3,3 bis 3,4%. Wir haben zuletzt 3,7% zweimal gesehen, wäre also ein Rückgang, aber bei der Kerninflation 0,3 bis 0,4% oder sagen wir mal 0,2% bis 0,4% und alle über 4% oder mindestens bei 4% bei der Kerninflation. Und Jerome Powell und die Seinen haben ja immer wieder gesagt, naja, es ist die Kerninflation, die uns interessiert, denn Energie ist volatil, Nahrung kann auch volatil sein. Dementsprechend klammern wir das weitgehend aus. Ein Faktor könnte morgen interessant sein, den vielleicht nicht so viele auf dem Zeiger haben, denn das Bureau of Labor Statistics hat ja sehr lange sich versucht, bei den Health Insurance Kosten, also Gesundheitsversorgung im weitesten Sinne in den USA ja ein echter Kostenfaktor, da war in der bisherigen Berechnung Health Insurance ein Faktor, der deutlich die Inflation nach unten gebracht hat, obwohl, wenn man Leute gefragt hat oder Leute auf Twitter sich geäußert haben, also meine Kosten sind nicht nach unten gegangen, wo auch immer man das Ganze her hat, diese Berechnung, jedenfalls wird die Berechnungsmethodik geändert, sodass die morgigen Daten das erste Mal die neue Berechnungsmethode beinhalten und hier dürfte zumindest dieser Bereich sogar positiv sein, also zur Inflation beitragen. Das nur mal am Rande, ob das der große Gamechanger sein wird, muss man sehen. Aber es könnte dann so das Zünglein an der Waage sein, wenn wir ganz knapp an der Aufrundung oder Abrundung bei der Inflationszahl sind. Und das wird für den Märkten ja stark gewichtet. Gucken wir uns heute mal die Märkte an. Wenig Bewegung, S&P wenig verändert, Dow Jones im Plus. Boeing nach einem Auftrag hier, den man bekommen hat und wohl Aussagen, dass die Chinesen wieder bestimmte Boeings kaufen, zieht den Dow Jones nach oben, die anderen mehr oder weniger unverändert. Aber wir sehen, wie bullisch die ganze Geschichte ist, dass sogar der VIX, also das Angst- oder Volatilitätsbarometer, 3,5% im Plus ist, wenngleich nach wie vor unter 15, also auf niedrigem Niveau. Und es wird ja immer wieder gesagt, Mensch, die sind alle so negativ. Aber hier die bärischen Wetten,
Gegen den S&P 500 Index sind auf dem tiefsten Stand seit Juni 2022 und beim Nasdaq auf dem tiefsten Stand seit März. Also diejenigen Hedgefonds, die sagen, ich bin negativ für den Index Nasdaq oder für den Index S&P 500. Bei einzelnen Aktien kann das durchaus anders aussehen. Und jetzt haben wir ja diese Rallye von über 7% gesehen, nachdem der S&P 500 seit dem Hochpunkt Ende Juli 11% korrigiert hat, jetzt über 7% nach oben. Aber wir sehen, es sind nur 5% der S&P 500 Aktien haben ein neues 52-Wochen-Hoch gemacht, also höchster Stand seit einem Jahr, könnte man sagen, nicht gerade viel. Und Jeffrey Snyder sagt ja, also schaut euch mal die Durchschnittsaktie an oder die Median-Aktie, also 50% besser, 50% schlechter, die ist seit 2 Jahren 36% im Minus. Wie könne man da von einem Bullenmarkt sprechen? Das sei eigentlich ein Bärenmarkt, der zugetüncht wird durch die Magnificent 7 oder 6, je nachdem, ob man Tesla noch mit dazu zählt. Und Konjunkturoptimismus ist ja auch der Fall. Hier sehen wir mal in Artikeln die Erwähnung eines Soft Landing, also einer weichen Landung der Wirtschaft. Und jedes Mal, wenn das so war, kam danach bald eine Rezession, also fast schon ein Kontraindikator, diese Soft Landing Thematik bei Home Depot und Lowe's, die jetzt in dieser Woche ihre Zahlen melden, neben Walmart, das ist ja die Woche der Einzelhändler, Target, die großen US-Einzelhändler werden ihre Zahlen melden und das wird einen schon einen Aufschluss geben über die Lage des Konsumenten in den USA, der bisher ja so stark gewesen ist, aber wahrscheinlich jetzt im Herbst doch deutlich nachlassen wird. Wir werden sehen, wie das reinkommt. Und das ist eben wichtig, weil der Konsument uns indirekt mit seinem Kaufverhalten sagen wird, wie stark er auf der Brust ist und ob die vom Konsum so abhängige US-Wirtschaft dann faktisch in eine Rezession läuft. Ja oder nein? Und wenn ja, dann wäre es nicht fürchterlich bullisch, wenn die Fed das letzte Mal im Juli die Zinsen angehoben hat. Wenn nein, wäre es bullisch. Higher for longer 2023 bis 2023? Fragezeichen. Das eben ist die große Frage. Und da gibt es Uneinigkeit, zum Beispiel zwischen Morgan Stanley. Die sagen also, das wird kein Soft Landing oder zumindest, naja, kein so tolles Soft Landing, weswegen die Fed dann die Zinsen auf 2,375% senken wird, während und man erwartet auch einen Anstieg der Arbeitslosenquote auf 4,3%, während Goldman Sachs sagte, nee, die Fed wird auch 2024 die Zinsen relativ hoch lassen, 4% um und bei, Arbeitslosigkeit wird bei 3,6% liegen. Also wer hat recht, das ist die große Frage. Da ist selbst unter den großen Dickfischen in den USA eben Uneinigkeit. Goldman Sachs sagt, ja, schaut euch doch mal an, wie stark die Wirtschaft in der Vergangenheit war. Viel stärker, als man erwartet hat. Daher ist man eben auch für den weiteren Verlauf optimistisch, anders als die Anleihenmärkte, die ja mit dieser tiefen Invertierung der Zinskurve, die so stark invertiert war, jetzt ja nicht mehr, jetzt sind wir ja in Richtung Endinvertierung unterwegs, wie seit den 1980er Jahren nicht mehr, ist das hawkisch oder dovish, wird hier gefragt, wahrscheinlich dovish, aber die Frage ist, hilft das dann den Aktienmärkten, wenn eine Rezession kommt? Und Danielle DiMartino Booth, ehemals FED-Mitarbeiterin, die sagt also, wenn wir hier einen Anteil von Amerikanern haben, die plötzlich keine Arbeit mehr finden, dann sind wir bereits in einer Rezession. So haben die Daten der Vergangenheit gezeigt. Und sie sagt, wenn man zurückblickt oder bald irgendwann mal zurückblicken wird, dann wird man vielleicht feststellen, dass Oktober diesen Jahres die Rezession begonnen hat. Wir werden sehen, ob das wirklich so ist. Jedenfalls sind die Dinge hier wirklich schwer einzuordnen. Manche Daten sind stark, andere sind schwach. Es ist schwer, sich da wirklich ein gutes Bild zu machen. Ein ziemlich gutes Bild haben wir dagegen von der chinesischen Wirtschaft. Wir haben Chinas Kreditwachstum deutlich schwächer als erwartet. Auch die Kreditnachfrage in China deutlich schwächer als erwartet. Und manch einer erwartet jetzt von seitens der Analysten eine baldige Zinssenkung wieder. Oder eben die Kreditkosten dürften nach unten genommen werden. So erwarten einige Analysten, eben weil die Wirtschaft so schwach ist. Man sieht zum Beispiel, der Singles Day ist auch ziemlich schwach verlaufen. Also das ist nicht wirklich so die tolle Erholung. Und das gilt auch für Deutschland. Hier sehen wir mal,
Online-Retail-Sales und Google-Suchen nach Amazon in Deutschland geht beides ziemlich scharf nach unten, deutet auf ein ziemlich schwaches Weihnachtsgeschäft in diesem Jahr. Und das ist kein Zufall, die Leute sind irgendwie nicht so richtig optimistisch. Das sehen wir auch in diesem Tweet von S&P Global. Activity oder Business Activity Expectations. Also wie sind die Erwartungen in Deutschland? Das Schlusslicht, Russland ganz oben, es ist ja fast schon peinlich, meine Damen und Herren, Italien auch weit unten, wird gleich noch wichtig sein, Eurozone unten, Frankreich unten. Also da ist schon ein ziemlich klares Bild über die Lage in Europa, und weil eben jetzt die Situation mit den erneuerbaren Energien so toll ist, dass die erneuerbaren Energieaktien so abgesoffen sind und offenkundig die Probleme tiefer reichen, wird jetzt Berlin, die Regierung, also 7,5 Milliarden Euro an Garantien geben. Also Verstaatlichung der deutschen Wirtschaft, so schreibt Thorsten Polleit, die schreitet wunderbar voran. Man hätte ja versuchen können, so ein anderer Twitter-Kommentar erstmal vielleicht eine Kapitalerhöhung zu machen. Das hätte die Aktie natürlich verwässert und vielleicht wäre das auch nicht gelungen, weil die Investoren gesagt hätten, nee, machen wir nicht mit. Aber wir sehen, man muss diesen Bereich also immer mehr subventionieren, und man setzt ja seitens der Bundesregierung auch auf LNG. Hier eine neue Studie, die sagt, LNG viel klimaschädlicher als Kohle. Das muss man ja erstmal runterkühlen, dann wird es mit Schwerdiesel über weite Distanzen übers Meer geschippert. Dort, wo das anfällt, da fallen meistens wirklich sehr, sehr unschöne Abfallstoffe an, Radioaktivität entsteht, ganze Gegenden trocknen aus. Also den Schmutz haben die anderen, aber Hauptsache wir sind dann CO2-frei. Das ist diese Scheinheiligkeit, die mich irgendwie aufregt. Es ist der Schmutz der anderen, interessiert uns ja nicht, nicht wahr? Und jetzt sehen wir eine weitere Studie. Die sagt also hier, diese Erneuerbaren plus LNG, das wird nicht klappen, weil die Erneuerbaren, selbst wenn der Ausbau besser klappt als erwartet, das nicht hergeben werden. Das ist eine unabhängige Studie, nicht von irgendwelchen Organisationen finanziert, die bestimmte Interessen haben und dann andere Sachen mal so vielleicht in die Fußnoten verbannen, nämlich so das Wunschkonzert, das letztendlich ja immer angenommen wird. Jedenfalls, wenn alles elektrifiziert wird, dann steigt natürlich massiv der Strombedarf, gar keine Frage. Und wir wollen ja elektrifizieren, deswegen vor allem Elektroautos. Aber was ist da denn los? Continental baut jetzt 5000 Arbeitsplätze ab, wie man heute gesagt hat. Volkswagen heute mit der Meldung, man will Arbeitsplätze abbauen. Wie viele sagt man nicht in der Verwaltung? Und woran könnte das liegen? Nun ja, weil die ganze Elektromobilität offenkundig, wenn die Subventionen geringer werden, nicht mehr so gut finanziert, jenseits der Frage, dass den Dreck die anderen haben, sehen wir, dass sowohl in der EU als auch in den USA die Nachfrage zurückgeht, offenkundig, und das spüren die Autokonzerne oder das merken sie relativ direkt. Deswegen bauen sie jetzt auch Stellen ab. Abschließend, meine Damen und Herren, zwei Empfehlungen. Mögliche Herabstufung auf Junk für Italien. Da könnte Moody's sich entscheiden, die ja jetzt auch schon Ungemach erweckt haben mit dem Outlook Negative für die USA. Jetzt wird in dieser Woche entschieden, ob Italien Junk wird. Das könnte heftige Folgen haben. Warum, wieso, weshalb, lesen Sie hier. Erste Empfehlung. Und die zweite Empfehlung. Morgan Stanley erwartet deutliche Zinssenkungen. Hier nochmal diese Kontroverse zwischen Morgan Stanley und Goldman Sachs. Tolle Wirtschaft, deswegen bleiben die Zinsen hoch, oder nicht so tolle Wirtschaft, deswegen wird die Fed die Zinsen senken. Das ist die große Frage, um die es geht. Also beide Empfehlungen. Ich sage Servus, ciao.